Spielräume meets Nürnberger Tafel. Auch in der neuen Saison unterstützt der Club gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen und in Kooperation mit der Sparkasse Nürnberg soziale Einrichtungen aus der Region. Eines von vielen tollen Projekten findet auch Dr. Michael Kleber. So ist es. Also ich glaube, so ein Projekt motiviert viele. Und ich glaube, die Mitmachbereitschaft ist tatsächlich ungebrochen. Und das spürt man ja bei der Club-Community, dass die Menschen gerne helfen wollen. Die wollen gemeinsam Nürnberg ein Stück besser machen. Und insofern werden solche Aktionen eben von allen gut angenommen. Und es stärkt eben auch das Miteinander von Mitarbeitern, von Fans, von Kunden der Sparkasse. Und das ist ja genau der Zweck unserer Club-Community. Die Nürnberger Tafel zieht um. Deswegen soll in den nächsten 3 Monaten in einem alten Fabrikbau in der Sigmundstraße das neue Zentrallager mit Küche, Ausgabestelle und Café entstehen. Die ersten Arbeiten sind dabei schon abgeschlossen. Also aktuell ist jetzt einmal der komplette Rückbau in dem Sanitärbereich Küche und Personal-WC und Personalduschen beendet, sag ich einmal. Wir haben vorbereitet, neue Absperrventile gesetzt, dass wir dann neue Sanitärinstallationen im Dusch- und Küchenbereich machen können. Wir werden einen Ablauf, Bodenabläufe setzen, Fliesenarbeiten werden wir machen, Fettabscheider muss eingebaut werden und dann ganz am Schluss eine Fertigmontage, dass da neue Toiletten, WTs, Waschbecken und die Kücheneinrichtung halt dann angeschlossen wird. Das steht jetzt noch an. Wir hatten hinter uns einen ziemlich großen Glaskasten mit einer Rigipsdecke, die wir abreißen mussten. Da haben alle kräftig mitgeholfen, also Abbrucharbeiten gemacht und ja, dafür gesorgt, dass das Zeug dann auch im Container landet. Dabei helfen nicht nur Fans und Mitarbeiter des FCN mit, sondern auch einige Spielerinnen der Frauenmannschaft. Ja, uns ist es einfach irgendwie ein Bedürfnis, anderen Leuten zu helfen, die auch in Not sind, unsere Hilfe auch brauchen. Wir sehen unsere Aufgabe auch nicht nur im Fußballspielen, sondern halt auch neben dem Platz aktiv zu werden. Und wir haben uns ja schon bei dem einen oder anderen sozialen Projekt beteiligt und lag das mehr oder weniger auf der Hand, dass wir auch hier heute dabei sind. Ja, ich denke, dass man da ein bisschen unterstützen konnte. Das war jetzt meine Intention an der ganzen Geschichte, außerdem Tafel, gerade für Nürnberg. Denke ich, dass es eine gute Geschichte ist, wenn man da ja, den Leuten ein bisschen was zurückgeben kann. Auch der aktuell noch verletzte Pascal Köpke war vor Ort und unterstützt die Aktion gerne. Ja, ich glaube, dass viele aus der Mannschaft dafür, glaube ich, sehr offen sind. Und wenn man darüber spricht, werde ich sie schon animieren, dass sie ab und an mal jemand hier vorbeischaut. Es motiviert die anderen Leute, die Leute freuen sich und zeigen, dass der Club auch dahinter steht und es nicht nur so dahergesagt ist. Und ich glaube, da werde ich schon einige Spieler herschicken. Deswegen, man kann, wenn man als Clubspieler in Nürnberg, kann man viel bewirken, wenn man immer mal wieder irgendwo anwesend ist. Und ich glaube, es zeigt dann den Menschen, dass wir dahinter stehen und deswegen ist es, glaube ich, immer eine gute Sache. Die ersten Schritte sind also getan und auch in der Zukunft möchte sich der FCN weiterhin sozial engagieren. Und so soll es sein und wir sind noch gar nicht am Ende. Also wir haben noch ganz viele Ideen in petto. Dementsprechend freuen wir uns auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Monate, um zusammen mit der Sparkasse Gutes zu tun.